kalt ist es hier geworden bei Metroid Dread, aber noch kälter erwischt hat es den Schoßsoldaten beim letzten Mal. Willkommen zurück, Leute. Ich gucke erstmal hier nach, weil hier sind Raketenpotenzielle. Würde ich sehr gerne mir holen und dann ist hier ein Riesenraum. Ich komme dann aber wieder zurück und ist nicht sogar hier der Anfang des Spiels irgendwo gewesen? In der Nähe hier so ein bisschen, ne? Vielleicht ist es sogar so gewollt, dass wir wieder zurückkommen. Und dann kam wieder ein neuer Encounter oder so. Alter, wie das hier aussieht. Ja, das wird mega kalt. Alter, macht das wie viel Damage macht denn diese Eisviecher? Okay, ich kann auch eine kleine Abkürzung machen, was sehr gut ist. Oh, so gekillt. Nein, komm her, komm. Hier. Ach nee, das ist keine Abkürzung, das ist so eine Tür. So. Müssen wir jetzt um 2 erhöht. Schon 93. Hey, was ist da hier? Aber dann komm ich. Das sieht eigentlich auch optional aus, ne? Dann gehe ich erstmal hier reingucken. Tschut. Halt, warte mal, wir haben nochmal die Kombo. Ach ja, die Grapple-Beam-Kombo. Okay, kann auch sein, dass ich hier noch nicht weiterkomme, weil, ja, hier ist natürlich alles zugefroren. Natürlich. Gut. Aber Raketen gab's. Ey, der ganze Motor hier richtig eingefroren. Vielleicht macht der auch die ganze Hitze und so was eigentlich. Was soll das denn jetzt? Ja, nee, komm. Tschüss. Nein, haut ab hier. Mann, hört auf hier mal irgendwo zu spawnen. Aua, was macht er denn? Okay, ich habe fast den Energy Tank-Teil hier gesehen. In die Energy-Einheit. 3 von 4. Okay, noch ein. Dann habe ich das alles hier gefunden. Ja, sieht ja komisch aus. Wartet mal. Kurz mal scannen. Ich wusste, dass das komisch aussieht. Oh, den Speed Booster. Okay, und hier auch. Hier ist auch Speed Booster. Naja, eigentlich ist der Boden ja hier. Das sieht doch eigentlich gerade genug aus, ne? Ich könnte ja mal kurz gucken, wenn das Vieh mal aufhören würde, hier rumzuspringen, ob ich hier zu Damage. Sag mal. Okay, ist das hier auch wieder so ein. Ja, ist das tatsächlich auch. Okay. Ja, doch, ich kann hier aber lang rennen. Wenn ich die Viecher loswerde. Okay, wartet mal. Tja. Ja. Ja, warum halten die denn so viel aus, diese Mistviecher? So, okay, let's go. Okay, jetzt hatte ich gerade ganz kurz Angst. Was war das denn für ein Monstervieh? Aber gut, okay. Alles klar. Und dies ist bloß. Okay, ist das bloß nochmal so eine Anlaufsackgasse oder wie? Anscheinend schon, damit ich da oben lang komme. Oh! Okay, und danach muss ich dann zum Ball mich ducken? Okay, das sollte aber eigentlich klappen. Vor allem die Dinger bleiben ja kaputt, das ist ja richtig geil. Ah, ja! Über 100 Raketen! Alter, richtig geil. 103. So, das war doch cool. Ja, und so eine Rätsel, ja, mit hier diversen Wegen immer hin und her rennen, das wird noch später bestimmt richtig lustig. Wir haben ja schon einige gesehen, wo ich sage, hä? Wie soll das denn gehen? Und, ach, hier auch? Okay, warte, das ist bestimmt auch optional. Wartet mal. Dann kann ich mal kurz hier gucken. Stopp. Ball. Ballern. Okay, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Ich dachte, hä? Toll, hier ist jetzt gar nichts. Achso, doch. Ja, nochmal 2 Raketen. Aber schön wieder 105. Boah, ihr werdet bekloppt. Ich geht's aber ab hier. Jetzt kriegen wir ganz schön viel auf einmal, habe ich das Gefühl. Mir soll's recht sein. Man kann so geil hochspringen, ey. Ihr müsst euch vorstellen, später mit der School Attack, dann sind alle Gegner einfach weg. Boah. Okay, der hat gar nichts ausgehalten. Cool. Dann renne ich einfach durch alle Gegner durch, so. Wartet mal, bevor ich nach unten weiter. Ne, hier waren wir doch schon überall. Ich glaube halt schon. Irgendwie hier waren wir schon mal. So, wir gehen jetzt nach oben. Hier habe ich nochmal Raketen und irgendwie hier eine Energieladestation. Ich glaube, das ist doch hier der Anfang. Da bin ich jetzt komplett bescheuert. Lass mich nochmal kurz gucken. Aua, oh, überall diese ekligen Giftdinger. Okay, alles wieder voll gefüllt. Warum? Muss ich aufpassen. Munitionsladung. Hier, war das nicht hier? Nee, Netzwerkstation. Irgendwo war halt der Anfang. Und es war bei Altaria ja ganz, ganz unten. Ich glaube, hier muss ich erstmal auch nicht mehr lang gehen, auch wenn es so verdächtig aussieht. Nee, hier ist noch eine Tür, wo ich gar nicht durchgegangen bin. Achso, doch.
Itemkugel erhalten. Der Chargebeam. Ja, das ist ja ganz am Anfang. Was ist hier los? Warum geht denn eigentlich... Das ist doch Eis. Kann das nicht kaputt machen? Natürlich nicht. Hallo, das ist Betoneis. Das geht nicht kaputt. Eis kaputt machen mit Feuergewalt. Nee. Nein! Ey, okay, die Viecher sind irgendwie ganz schön ätzend. Aber die killen auch andere Gegner. Ziemlich nett. Jung, gut, danke für die Energie. Okay. So, Aufladestation. Weil es gerade zu heftig war. Munition aufgefüllt. Guten. Okay, jetzt habe ich hier wieder allen möglichen Kram. Hier geht es nirgendwo lang. Hier kann ich, hier war ich schon mal lang. Ja, soll ich jetzt nach unten oder zum... Warte mal, hier sind irgendwelche Gänge links und rechts. Was ist denn das hier? Okay, das... Achso, nee, das hat er hier so angefangen. Stimmt ja. Nee, hier muss ich gar nicht so hochballern. Jetzt ist eh alles eingefroren. Geht gar nichts mehr. Aber das sagt mir jetzt aber auch schon, dass man das später wieder auftauen können muss. Also das können wir gar nichts mal... Okay, Adam, hast du neue Infos und lässt mich nicht weiter? Na dann, schieß mal los, Adam. Tschüss! Daten werden hochgeladen. Ich habe den Grund für das rasante Abkühlen des Planeten gefunden. Es wird keine thermische Energie mehr von Kataris hergeleitet. Oh, hätte ich mir fast denken können. Das war doch dieser einzige heiße Planet, wo wir Umleitung gemacht haben, oder? Diese Zone, Artalia, befindet sich im Innersten des Planeten. Ein großer Teil von ihr ist eingefroren. Versuche herauszufinden, wie du vereiste Schleusen und Eisflächen auf deinem Weg auftauen kannst. Nein, aber ist nicht der Plasmabeam so eine Art Hitzeding? Die zentrale Steuerungseinheit, die du in Kataris aktiviert hast, ist immer noch funktionstüchtig. Irgendeine Kraft muss den Fluss der thermischen Energie blockieren. Ich gehe davon aus, dass hier ein starkes X im Spiel ist. Du musst es vernichten. Oh, Mist! Komm wieder hierher, wenn du das Problem gelöst hast. Das Abkühlen hat mich bisher daran gehindert, diese Zone zu erforschen. Irgendwo hier muss eine unverzichtbare Fähigkeit versteckt sein. Ich glaube, ich bin da schon vorbeigelaufen, Adam. Und das riecht nach Screw Attack. Mann, nee, cool. Abspeichern, ein Logo. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Also irgendwie von hier wieder nach Kataris. Wie kommt denn da am schnellsten hin? Weil nicht. Okay, ich glaube, ich muss jetzt echt den ganzen Weg hier irgendwie hinlatschen bis zum. Ja, zum ersten. Ah, bis hierhin, nach Kataris. Oh, da kann ich aber schön was mitnehmen, oder? Auf dem Weg hier. Guck mal, hier sind nur ganz viele Missiles, die ich noch nicht mitnehmen konnte, die jetzt einfach eingesammelt werden. Oh, der hat aber einen riesengroßen Munitionsvorsprung. So, oh. Alter, die voll vereist! Voll vereist! Njong! Okay, ich wollte jetzt echt mal ausprobieren, ob man die Viecher schnell genug töten kann. Und ich habe jetzt irgendwie für mich entschieden, nö, kann man nicht. Also hau ich ab. So, schützen kann man sich aber. Warte mal, greift das Vieh jetzt schon an? Lädt es sich gerade auf und will mich töten? Nee, na gut, ist nett von ihm. Boah, fliegt er hier rum. Hau mal schön ab. Ey, X, nicht euch immer wieder. Ah, Mann, aua, aua. Ey, ich will jetzt nicht sterben. Ah, warte, ich muss aber nach links. Da sind Bomben. Okay. Wie heftig giftig alles hier. Wow. Ups. Ups. Komm mal her. Ein bisschen an Zorn erhöht. Gut. Kann ich hier irgendwie keine Abkürzung machen? Kann ich da. Oh, doch, kann ich. Okay. Ich hab einmal. Ach, stimmt ja. Wir hatten ja damals auch keine Bomben. Stimmt ja. So, dann könnte ich jetzt hier auch nochmal gucken. Ja, klar, hier oben in der Ecke wird irgendwas sein. Da fliege ich natürlich auch gerne nochmal hinfliegen. Ich glaube, der bessere Weg ist, wirklich hier durchzugehen, dann nochmal irgendwie zum Speichern zu kommen. Und dann, ja, machen wir das so ganz schnell. Ich glaube, alle anderen Türen sind eh zugefroren. Kann das sein? So, tot. Gut, eingesammelt. Kurz. Oh nein, die Tür ist zu. Warum ist denn die Tür dazu? Man wird wieder gelenkt, ey. Ich fasse es einfach nicht. Okay, aber, warte mal, kann ich das auf der Karte erkennen? Was hier eingefroren ist und was nicht. Ich glaube, ja, ne? Nee. Das hier ist Chargebeam-Schleuse. Die scheint eingefroren zu sein. Aber das hier sind Zugang offen, Powerbomb, Powerbeam-Schleuse. Ja, okay, dann sind die Zugänge von der anderen Seite aber offen. Denn andere Richtung, toll, wollte ich eigentlich nicht. Boom, aber ist egal. Da oben könnte nämlich auch noch so ein Energy-Tank-Teil sein. Wisst ihr, wäre nämlich voll geil. Habe ich nämlich alles komplett. Bitte, bitte sei offen, bitte sei offen, die olle Tür. Sie ist offen. So. Jum, jum, jum. Ja, was haben wir hier Schönes, hm? Achso, Missile-Container, alles klar. Um 2 erhöht. Cool. Nein, 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 das muss nicht runterfallen. Okay.
Ansonsten gibt's hier nix. Hier leuchtet ohne Schweiger. Raus hier. Alles eingefroren, ey. Ich dachte wirklich irgendwie der Plasma-Beam halt, ne? Ich glaube, der war auch, Boah, Mann, ey, da muss man sich ganz schön konzentrieren. Die Gegner sind immer richtig stark. Warte, ich wollte sagen, ich glaube, der Plasma-Beam, der war ja eher in Metroid Prime. War das so ein, ja, so ein Lavaschuss, kann man ja schon fast sagen. Vielleicht deswegen denke ich, der Plasma-Beam ist irgendwie hitzebeständig, aber ich glaube, das hat erst damit zu tun. Jetzt müssen wir mal kurz abspeichern, weil ich gerade wieder mich ganz schön trottelig für zwei Raketen benommen habe. Danke. So. Will ich ja nochmal heilen. Wo ist denn so eine Heilstation, wenn man sie mal braucht, ne? So, du viel stirbst da oben. Ja, du wirst nicht mich abballern hier. Okay, hab ich doch abgeballert, aber was soll's. So. Heilung. Da würde es lang gehen und... ja, wo ist jetzt der beste Weg nach Kataris? Ist er so weit weg? Kann ich irgendwie noch... Warte mal, das ist ja eingesammelt. Das hier wäre nicht eingesammelt. Ist hier nur irgendwas Cooles? Okay, das ist zu weit weg. Ach, da wollen wir ja auch nicht nach Dairon. Ich glaube, ich könnte halt jetzt noch... Oder ich würde jetzt einfach noch den hier mitnehmen. Und dann halt hier mal gucken, wenn ich hier lang muss, durch die Feuergebiete nochmal einfach gehen. Ja, also gehen wir nach rechts erstmal. Ja, das ist mir jetzt zu weit weg hier. Hier ist allgemein noch richtig viel unentdeckt. Und deswegen sage ich mir, nö. Da würde ich bestimmt rausstellen, dass ich da eh noch was anderes brauche. Und da würde ich bestimmt umsonst langlatschen. Und das will ich nicht. So, eingefroren. Ach, die ganzen geilen Dinger, die wir jetzt nicht mehr benutzen müssen, weil wir einfach so hier lang hoppen. Wow. Aua, natürlich Erdbeben, das ist schon klar. Könnte ich eigentlich auch, wartet mal. Geil, man kann da richtig durchrutschen. Das ist ja auch cool. Boah, richtig voll hier. Drei so eine fetten Dinger. Geil, also drei so eine roten X-Parasiten. Die richtig viel Energie bringen. Das ist wieder so ein Vieh, ne? Was gleich wieder explodieren will. Alter, richtig so richtig volle Kanne. Ultra-Explosion. Da geht's ja kein Bock auf die Viecher. So nach unten, glaube ich, gehe ich nicht. Ich gehe, glaube ich, nach oben lang. Das wird schon der richtige Weg sein. Ja. Komm, die Viecher ignoriere ich jetzt einfach. Ich renne einfach mal. Das sieht ja auch so krass aus. Ob man hier irgendwas machen kann? Ich scanne mal. Aus Neugier. Sieht nicht so aus. Sieht einfach nur cool aus. Ja, schon. Ich hier irgendwie. Ich scanne mal hier auch nochmal. Obwohl, hat er nicht gerade so neu gescannt? Na? Weil, wenn ich hier schon Speedbooster-Anlauf habe, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass ich das irgendwie mitnehmen muss. Aua! Mann! Ist viel zu übel. Okay, hier kann ich sogar gar nicht rein. Ist zu gefroren. Nee. Mann, ich dachte, ich kann jetzt mal mitnehmen so auf den Weg. Das ist richtig schön. Aber das Spiel sagt, no. Was ist denn jetzt hier los? Glasscherben, alles kaputt, ey. Ja, Leute, Kälte ist nicht mit zu spaßen. Boah, durch Kälte kann alles aufplatzen und kaputt gehen und hast du nicht gesehen, ey. Vielleicht, wenn ich die in Ruhe lasse, dann explodieren die gar nicht so in ihrer Eisfontäne. Nee, sind andere Viecher, ne? Ich wechsel die andauernd. Okay, Leute, ja, Kataris, wir müssen erst hier alles auftauen, sonst gibt's hier kein Weiterkommen. Wäre ja noch schöner. Okay, Kataris. So, ganz normal zu dem Gebiet, wo wir schon mal waren. Dann geh ich mal dahin, ne? Und hoffe auf baldiges Auftauen. Und auf die Screw Attack. Das wird aber ein Backtracking, denn. Kataris. So. Klasse. Irgendein gewaltiges X, ja. Soll irgendwie dafür verantwortlich sein und die Hitzedings hier anscheinend bewachen oder was. Den Schalter dafür. Aber wo war das überhaupt nochmal? War das hier? Nee, das ist einfach ein Netzwerk. Das hier ist ja wieder eine Gesamtladestation. Wo war denn dieser Moment? Inaktiver Apparat verwendet. Okay, hier kann ich noch ein bisschen was vielleicht. Weil hier sollte ja nicht eingefroren sein. Okay, obwohl doch, hier ist auch noch was eingefroren. Der ganze Planet. Stimmt ja, Mann, der ganze Planet ist schlimmer. Ich will einfach immer schlimmer. So. Ich die komplett zerstört. Geil. Wir haben gar keine Chance mehr. Okay, tot. So, sollte ich hier nochmal hin und abspeichern? Ja, warum nicht?
absaven, Leute. Vor allem, wenn ein böses X auf dem Weg ist. Das nochmal so ein komischer Käfer ist, oder bestimmt ist das wieder auf jeden Fall ein Vieh, was dann zu so einem Kern wird. Also da bin ich jetzt einfach schon mal drauf gefasst. Von wegen, wenn ich mir denke, oh cool, besiegt denn. Nee, warte mal. Vielleicht kommt da nochmal so ein Vieh raus. Yeah, nochmal Missiles. Cool. Alter, 111. Sehr schön. Jetzt haben wir so eine Abkürzung, die wir vorher noch nicht machen konnten. Anscheinend. So fühlt sich alles wieder zusammen. Oh, Ressourcen sind bereits vollständig, Mann. Was ist los mit dir? Ja. Okay, hier unten scheint irgendwie noch ein Raum zu sein. Da, die Tür ist ja leider zu. Oh! Okay, warte mal. Hier irgendwo ist ein Boss? Ne, der ist bestimmt da, oder? Okay, ist klar, komm her. Alter! So. Ja, gehe ich jetzt da unten hin, oder? Ich könnte halt auch hier hin, ne? Deswegen. Ich kann jetzt halt in zwei Wegen hin. Obwohl, hier war... Hier war doch dieser Schalter, der war doch hier, ne? Der ist jetzt weg. Oder war da die Tür hier halb offen? Nee. Was heißt denn das jetzt? Voll aufgeladen? Überwachte Boss-Tür? Bin ich jetzt am Arsch? Okay, ich kann mich hier wieder lang schießen und würde ja dann... Ja, dann ist hier ein Boss. Ja, okay, hier unten brauche ich auch nicht hin. Hier sind diese Hitzetüren zu. Okay. Na dann, mal gucken. Was wir getötet haben und was denn irgendwie versucht wurde, wiederbelebt zu werden oder was das war. Ja. Oder der Vieh, was wiederbelebt werden sollte, und dann hat sich natürlich ein X-Parasit erstmal gekrallt. Och Mann, der ohne Boden. Alter, das ist ja richtig geil. Okay, hier gibt es aber auch richtig viel zu lernen wieder. Hier gibt es erstmal richtig viel wieder zu lernen. Okay, wenn der auf den Boden strahlt, ist da denn Säure. Gut, ich kann ja versuchen, in der Luft zu bleiben. Aber das ist jetzt natürlich... Mein lieber Scholli, was ist hier los? Und das Vieh, ey, wie das aussieht. Warum hat das alle zugeschleimt? Aber auch so episch, oder wie das da einfach rausgeklettert kommt und so richtig toll. Okay, da hab ich schon mal geschnallt. Checkt, was mich überhaupt gesehen hat. Jetzt habe ich es ja nicht gecheckt. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part hier erstmal. Ja, ist fies.
Ich glaube, bis zur zweiten Phase haben wir es geschafft. Ey, diese Markierung, ne, dass da ganz oft die Raketen rufballern, ist mega stark. Ich habe auch schon gesehen, ich muss dann wohl in dieser Ebenphase da alle Füße markieren. Und irgendwas habe ich da erwischt. Aber gut, da kommt man rein. Sehr, sehr imposanter Boss. Oh, ich freue mich schon, Leute. Ich hoffe ja auch auf den nächsten Part von Metroid Dread. Aber was wird der denn beinhalten? Und muss ich denn echt den ganzen Weg wieder zurück? Oder ergibt sich das dann irgendwie so passend, dass ich wieder zurück nach Taria fahre, da die ganzen Gebiete enteise und so? Na, wir gucken mal, Leute. Puh, danke für euer Interesse. Ciao!